Und herzlich willkommen wieder zurück bei Quasar mit mir. So, ich war jetzt mal in der Galerie, hab mir mal ein Fahrzeug rausgesucht, was ich gar nicht mal so hässlich fand. Ja, hab's ein bisschen umgebaut, weil ich nicht alle Teile da hatte. Und ja, der hier ist bei rausgekommen. Der Kollege. Ein kleines bisschen umgebaut habe ich noch. Ja, der hatte vorher diese, ich glaube, Plasmageschütze oder wie die heißen. Und jetzt hat er 4 Miniguns. So, er hat einen Powerscore von 6900, ist auch gar nicht mal sein Gleichgewicht, ja, also hat aber trotzdem noch extrem zügig. Ja, also er ist wendig, ohne Frage, volle Kanne wendig und er kann auch relativ gut Schaden austeilen, so. Ja, ein schönes Teil. So, damit würde ich gerne nochmal in eine Rangliste reingehen, ja. Rangliste. Da haben wir da. Dann gucken wir uns noch mal ein bisschen die Rangliste an. Ansonsten könnte man vielleicht den sogar umbauen in einen, ja, Schrotflintenfighter oder so. Keine Ahnung. Ja. Dass man sich vielleicht noch mal ein paar Schrotflinten bastelt. Ein paar Thunderbolts. Das Ding hat 13 Energie. So, 12 braucht der. Ja, das würde sogar passen. Könnte ich sogar 3 Thunderbolts drauf bauen. So könnte man sogar mal testen. Müsste ich mal gucken, in den Fraktionen bauen könnte ich so. Müsste ich nur mal nochmal die Fraktion wechseln, was ich eigentlich nicht wollte. Ja, mal schauen. Gucken wir mal das Ding hier in Einsatz an. Ja, die beiden Miniguns an der Seite, die musste ich ranbasteln quasi. Ich habe sie oben leider nicht mehr drauf gekriegt, so dass es jetzt sinnvoll wäre. Außer, dass die sich alle nachher blockieren würden. Das ist ja nicht so ein Zweck der ganzen Geschichte, ne? Mal gucken, ich habe sein Fahrzeug ehrlich gesagt auch noch nie wirklich hier vorn. Aber der Aufbau an sich, der gefällt mir echt mega gut. Einzige, was mir halt stört, ist, ich muss halt relativ gerade ausstehen zum Gegner. Sonst bringt das alles gar nichts. So, hier versuchen wir mal, den seine Geschütze abzuschießen. Okay, hier ist einer mit Granatwerfer unterwegs. Ah, Granatwerfer, die sind so widerlich, die kleinen Dinger. Oh ja, er jagt sich in der Luft. Nicht gut. Nicht gut. So, 2 Leben noch. Opfert uns auch. Er hat ja keine Waffen mehr. Natürlich super nice. So, jetzt müssen wir noch den zweiten finden. Besser. So, er ist eigentlich nur noch gefährlich. Der hinter mir, der interessiert mich eigentlich fast gar nicht. Oder interessiert mich auch nicht. Was, ein Gegner ist ja schuld. Ich hab doch sie macht. Oh, Entschuldigung. Yay! Wir haben überall nur 3 Gegner weg, Eowyn. Okay, das Ding gefällt mir gerade. Das gefällt mir. Gut. War vielleicht auch eine Runde Glückssache, aber... den würde ich gerne weiterfahren. Ja, ein paar Missionen müsste ich theoretisch auch noch fahren für ein bisschen, ja, andere Missionen. Tägliche Quests und so, ja. Aber ich habe mal Bock auf Rangliste. Raids müsste ich heute auch noch mal fahren. Ich habe auch noch wieder 200 Benzin frei. Das werde ich nachher nebenbei irgendwie machen. Mal gucken. So. Diese alten Wartezeiten hier immer. Jetzt geht's los. So, Kamikaze haben wir. Okay, Killer, lalala. Ne. Kein Name, der bekannt vorkommt. Okay, was hat er denn hier Schönes? Okay. Also er muss den Gegner am besten zuerst sehen. Oh, die wollen alle hier lang.
Ja, Entschuldigung. Mir leid. Aber guck mal, er hat auch ein relativ kleines Fahrzeug jetzt dabei. Also man muss nicht immer das größte und fetteste Teil haben. Ja, wenn man dann doch nicht gegen ankommt. Da kommt Corpofusus. Fährt da hinten. Na, einer ist hier vorne noch. Der Darius. Der jetzt keine Waffen mehr hat. Und sich in die Luft jagen will. Okay. Die haben wir da wohl noch vorher gekriegt. Bevor er irgendwas machen konnte. Das Einzige, was mich an dem Fahrzeug ein bisschen stört, 1500 Leben nur. Das ist nicht dolle. Okay, der hat zwei fette Reaper drauf. Nicht mehr. Okay, der ist nicht mehr gefährlich. Fahre ich schnell dahin. Um ihm hier auch noch seine Waffen wegzuknallen. Nein, jetzt hat er meine letzte Urna weggekriegt. Okay, alles klar. Ja, bleib mal schön hier, mein Freund. Ihr habt mich vorher in der Luft. So, das hast du auf jeden Fall ein paar Punkte weniger. Müssen nur noch die anderen beiden schaffen. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ach Mann, ernsthaft. Jetzt stehen sie da und haben nichts mehr. Der Gegner, die wollen. Aber der Gegner nimmt auch nicht mehr beide ein. Doch, da kommt er. Da kommen sie beide. Ah, hat ja nur noch der eine hier was. Dieses Hitze-Ding, das gefällt mir auch verdammt dolle gut. Muss mal eben gucken im Markt, was das Ding kostet. Ich weiß gar nicht, zieht das unter... Das ist der Plasma-Teil. Das ist die fette Kanone. Was ist dieses Hitzeteil? Kampflaser. Das ist doch der hier, oder? Kampflaser. Red Beam, genau. Die perfekte Mischung aus Mechanik, Elektronik, luftgekühlte Läufe. Erhitzt Bauteile bei Treffern. Je nach Hitzegrad erhalten betroffene Bauteile bis zu 100% mehr Schaden. Okay, das in Kombination mit anderen Waffen wäre doch mega. Das Ding hat 4 Energie. Kostenpunkt 457 zurzeit. Okay. Aber das Ding kombiniert mit anderen Waffen wäre doch schon mal richtig kranke Kacke. Ja, erhitze Bauteile bei Treffern. Erhitzt Bauteile bei Treffern, ja. Je nach Hitzegrad erhalten betroffene Bauteile bis zu 100% mehr Schaden. So, das kombiniert mit Ymir. Warte, hier haben wir die Beschreibung. Ja, je länger die Waffe schießt, desto höher ist ihr Schaden. Nach 7 Sekunden ununterbrochen des Feuerns erhöht sich der Schaden um 105%. Das heißt, es würde sogar auf 205% gehen, wenn du die beiden Sachen sogar kombinierst. Und jetzt muss ich gucken, zählt das sogar für meinen Fahrer rein? Ach, nicht mal. Kampflaser. Ich weiß nicht, zählt Kampflaser unter Maschinengewehre, Miniguns? Ich glaube nicht, nee. Warte, da will ich jetzt mal kurz gucken. Kampflaser, Tesla, Kanonen, okay. Kampflaser, Tesla, Kanonen, okay. Was? Fahren, explodierende Generatoren reduziert sich um 5%, okay. Okay, ich könnte also die beiden Fahrer nicht irgendwie kombinieren, ne? Gut. Das heißt, wenn wir uns dieses Teil holen würden, ja, schmeißen eine hier runter. Wird das von Energieaufwand aber nicht reichen. Das heißt, ich müsste mir entweder eine andere Kabine, wo ich noch eine Energie mehr kriege. Oder ich müsste auf 2 Miniguns verzichten. Dann hätte ich noch nach Adam Riese noch 2 Energie frei. Was macht man noch mit 2 Energie?
Bei Energie ist echt nicht dolle. Könnte man vielleicht noch ein Chamäleon oder sowas vielleicht noch einbauen und einen anderen Motor. Eventuell. Darüber könnte man nochmal nachdenken. Die Kombination gefällt mir echt gut. Also wir haben 4 Energie das Ding. 6 Energie mit 2 Miniguns sind wir bei 10. 10 Energie, seine Fahrzeuge haben wir sogar. Da muss ich mal nach der Folge nachdenken, wie ich das hinkriege. Ob ich mir... Ich habe sowieso überlegt im... Stopp. Ich habe überlegt auf dieses Paket, aber das ist extremst teuer. Extremst teuer. Und ich muss mal gucken, vielleicht haben wir sogar die Waffe dabei, was dieses Paket insgesamt beinhaltet. Wenn wir die Waffe dabei haben, dann ist die Überlegung schon, sogar schon fast abgeschlossen. Ja, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt zu viel Langeweile und zu viel Geld irgendwie überhabe oder so. Nein, Ruhe da draußen, ja, durch zu klopfen. nein, ich finde diese Art von Spiele Hammer und unterstütze gerne die Entwickler bei sowas. Ja. Da habe ich echt kein Problem mit, die Entwickler in Sinnfällen zu unterstützen. Okay, da kommen sie schon. Oh. Ja, man sollte auch mal nach vorne gucken, ja. Oh, ich hasse sie! Ich hasse sie! Minigun Action! Wir haben ihn alles abgeschossen, glaube ich. Nein, wo kommen die denn jetzt her? Fuck! Fuck it! Entschuldigung, sag mal nicht, ich weiß. Aber wir haben echt gut aufgeräumt. Das hat mir sehr, sehr gefallen gerade. Wir haben den einen gut in den Griff gehalten und der mit seinen Raketen konnte auch nichts machen. Immer wieder bei 12.000. So, jetzt würde ich aber gerne mal was anderes machen. Und zwar, warum jetzt einfach mal dreht, das ist ja egal. Ich würde ihn gerne mal in richtigen Missionen erleben. Gerne mal in Missionen erleben und dann schauen wir mal. Wir sind ja ungefähr, ich sag mal, bei 7.000, grob gesagt. 7.000 ist ja normalerweise nicht so mein Bereich, wer so die Folgen immer schön schaut. Aber irgendwann Sergeant Eisenfist. Ah, alles klar. Eisenfist. Jetzt weiß man, was du privat machst, Junge. Aua. Ey, Slans, komm her. Ja, da oben, der regt mich auch auf. So, komm mal her, Pauschen. So, auch du bist die Schichte. Haben wir doch die Gegner schon relativ gut im Keim erstickt. Jetzt müssen wir nur ganz schnell in der Base. Kommen wir in der Nähe? Ja, okay. Der muss da jetzt so halt nur rein, ja. Gut, haben sie aufgehalten? Ja, haben sie. Haben wir noch eine kurze Zeit da reinzukommen. Der nächste drinne? Muss ich mich auch langsam beeilen? Sonst komme ich gar nicht mehr rechtzeitig an. Das sieht gut aus. Oh, wir hängen hier irgendwo.
So, haben wir wenigstens einen mitgenommen, auch wenn es so ein Abschrauber war. Yippie! So schlecht fahren wir doch gar nicht, ne? Oh, zweiter. Oh, 3100, das ist schön. Das Einzige, was hier gerade aufgefallen ist, wenn vorne keine Reifen mehr haben, die sollen schön die blockieren, aber aufs Übelste. Ja. So. Hey. Sehr nice. Sehr, sehr. Wenn man fliegen könnte. Wenn man fliegen könnte, ja. Okay. Fahren die überhaupt welche lang? Ja. Okay. Fliegebärt und Strompeitsche. Diese ganzen kleinen, ekelhaften Kampfbomber hier, ja. Entschuldigung. Was? Zack, ey. Jetzt haben wir den voll drin gehalten. Oh, das tut mir echt leid. Jetzt, ja, das war's für uns. Oh, fuck it. Ja, wenigstens können wir den hier noch ein bisschen schaden. Boah, jetzt haben wir den aber voll auf die Gabel. Und genau Rini halten. Ah. Das tut mir leid. Oh, oh Mann, ey. Ja. Okay. Ey, das hat schon Eisenfüße bei den Gegnern. Ah, du mit deinen ekelhaften Dingern. Verschwinden sollst du. Nee, ich finde die nicht toll. Überhaupt gar nicht. Vor allen Dingen hier diese Explosionsdinger davon auch noch. Die sind so ekelhaft, ey. Also sowas von zum Kotzen. Ich hoffe, dass alle ihre Fahrzeuge umbauen könnten, nur weil das jetzt einen Energie mehr kostet. Ich hoffe es. Ich habe zwar auch 4 Drohnen oder so, weil ich das auch mal testen wollte, aber nee, das macht keine Laune. Auch wenn du damit stark bist, aber es macht keine Laune. Eigentlich ja mit dem Geschütz, aber was soll's. Ich gucke mal, ob ich das noch irgendwie optimieren kann. Ob ich hier vielleicht alle 4 sogar in eine Reihe hinkriege. Wasserganzig ist cool. Ich glaube, da lässt sich auch noch was machen. Aber die Bauweise, so diese Keilform, die finde ich extrem nice, weil wenn sie mit Raketen oder irgendeinen Kram mit auf dir schießen, dann kriegst du meistens immer alles vorne ab und dann ist halt die Fahrerkabine noch sehr lange geschützt, ja. Na du? Es lädt und lädt und lädt. Hallo? 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 Ich kann gerade nichts machen. Alles, nee, ich kann hier auch nichts machen. Was ist denn das? Hä? Hallo? Hat das Spiel aufgehangen? Verbindest du Posser? Okay. Geht's jetzt wieder? Oder ist es irgendeine Zero-Wartung? Ich habe auch keine Nachricht gekriegt, oder?
Nee, normalerweise wird es doch hier in den Chat, in den speziellen Schreiben reingeschmissen. Okay. Ich habe gerade keinen. Kann auch hier nichts machen. Ich habe gerade keinen Plan. Bauen könnte ich ja. Aha. Okay, keine Ahnung. Ich werde gleich mal nochmal das Spiel neu starten. Keine Ahnung, ob sich da irgendwas aufgehangen hat gerade. Ja. Ja, Fehler. Das habe ich schon mitgekriegt, ja. Ich wollte hier eigentlich noch die Folge noch gar nicht beenden. Wartet mal, ich geh mal eben raus. Und jetzt habt ihr mal ganz kurz einen kleinen schwarzen Bildschirm. Ich starte sofort wieder neu. Einen Augenblick. Müsste gleich gehen. Ah, geschätzte Wartezeit. Ah, alle Server befinden sich in... Nee, du befindest dich in... Eine langsame Verbindung? Hallo? Hä? Langsame Verbindung? Warum das? Verarschen? Na naja, gut, Leute. Ich würde sagen, was denn jetzt geht's? Hey, ich befinde mich in der Warteschlange, ja, wenn ich das so sehe, ja. Wir müssen ja hunderte von tausend Leute gerade gleichzeitig spielen, oder was? Ich habe gedacht, morgens bin ich der einzigste Idiot, der aufnimmt. Oder spielt. Interner Serverfehler. Okay, alles klar. Ich würde sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut, tschüss.